Baumer, er hat spielt Legi 2 zu gewonnen. Ich baue mal mein Team nach bei Footbin, was ich mir gerne bauen wollen würde. Und guck mal, ob ich es mir leisten kann, immer noch. Hier 3, 2, 1. Lol, was kostet denn R9 Prime? 8,5. Oh. Goretzka kostet 500k. Oh. An sich könnte ich mir das leisten. Was geht ab, Laris, Bro? Ich sag so, mein Team, was ich mir leisten wollen würde, kann ich mir immer noch leisten. Frage ist nur, ist Mondi, Jungs, hat jemand von euch Mondi schon getestet? Diese neue Karte? Lohnt er sich? Ich kann mein Team auf den Punkt genau noch leisten. Teurer geworden. Ich hätte locker 600k mehr gehabt, aber hast du CR7? Ich will den kaufen. Also nach dem Stream. Ich werde mir auf jeden Fall Sonntag oder Montag das Team kaufen, halt wenn alle verkaufen und Weekend fertig sind. Aber mein Team, ich habe jetzt genau 16,2 Millionen plus ich habe Varan im Team mit eingebaut. Laut Footbin kostet er 1 Million. Ich würde bei Varan nochmal locker so 500k sparen. Heißt, ich habe nochmal 500k mehr. Mal gucken, was ich mache. Oh, oh, Brun. Dick Verlust mit N. Scheiße. Ich hoffe, dass noch ein bisschen Sieg, ja. Ich, am liebsten würde ich Ronaldo. Eigentlich, Ronaldo war vorhin 6,6 so ungefähr. Ich war zu geizig. Ich habe gesagt 6,5, ich hole ihn sofort. Was passiert? Der ist direkt um 1 Million gestiegen gefühlt. Man darf nicht überlegen, ja. Einfach holen. Einfach 7,4 Gold, ich 6,2. R9? R9 normal ist es 5,9. 5,9. Den hole ich mir auch wieder ins Team. Ich habe Ronaldo für 6 Millionen gesnappt. Hast du schon gespielt? Wie ist der? Was geht ab, Jeff? Wie geht's dir, Mann? Oh. Oh, oh, Brun! Geil.
geil, krass, ey, du machst mich heiß auf den, ja. Das ist aber Levi, der Wirt, ist wieder da. Du weißt, ich safe, Digga. Ich war lange nicht mehr aktiv auf Twitch. Bei mir ist alles super, Digga. Bei mir ist alles super. Ich weiß, ich kenne dich noch von früher, da warst du halt voll aktiv. Da war ich, Digga, bei Twitch. Viele haben halt keinen Bock mehr so auf FIFA-Content. Ne? Man sieht's ja auch so, ne? Guck mal, letztes Jahr, man sieht's ja auch an den Zuschauerzahlen. Wenn du so letztes Jahr vergleichst mit diesem Jahr, ist ja krass wenig geworden. Aber trotzdem, die Cups bleiben. Recht. Mieses Randspiel. Da gebe ich dir recht. Mach mal ein bisschen Englisch an. Okay, okay.
Lohnt sich vor allem für die 30 Tage. Grind kriegt jede Woche ein bis zwei Themen. Oder, also was ich bis jetzt gehört habe von Varan, nur positives Feedback. Klar kann man sagen, Eder Militao oder so, das gibt sehr viele IV-Karten, die mithalten können. Marquinhos, Rüdiger. Aber was ich jetzt so von den ganzen Pros mitbekommen habe, ist, dass Varan, diese neue Karte, unglaublich ist. Und ich werde mir den machen und werde mir selber mein Bild darüber machen. Ich werde Varan mit Rüdiger zum Beispiel spielen, mit der neuen Karte von Rüdiger. Dann guck ich mal, wie das so ist. Ja. Also Rüdigers Karte ist brutal. War richtig brutal. Aber Varan ist halt Varan so, ne? Ich spiele mit Kondé, neue Karte. Krass. Die Sache ist halt, Varan ist teuer, deswegen es lohnt sich halt auch, wenn du halt voll viel im Verein hast, den Safe zu machen, ja. Knapp Nemo. Oh, Brun. Hab halt wenig, ob wir 30 Sprachen machen. Und wenn meinst du, hast du von den Coins her? Wenn das passt, mach einfach, wenn du Bock drauf hast. Guck mal, ich bin auch immer so jemand, ich frag 100 Mal nach, ne? Aber im Endeffekt musst du ja selber entscheiden, ob du Bock auf den hast oder ob du nicht Bock auf den hast. Ne? Bin aber genauso, ich frag immer da, soll ich das machen, aber im Endeffekt bist du ja der Spieler und du willst ja damit spielen und nicht andere so. Deswegen, ich hol einfach, zock. Überteuert verkauft ist okay. Wish hat auch mit IV sehr viel Coins gemacht. Ja. Oh oh, gefährlich. Nach dem sind wir schon im Halbfinale, ne? Nach diesem Spiel sind die meisten, glaube ich, schon im Halbfinale. Und dann geht's los. Jeder, der jetzt gerupft, also wer jetzt gewinnt, hat schon mal 50 Euro safe, egal was passiert. Alle, die ins Halbfinale kommen, haben schon mal 50 Euro safe. Jetzt ist die Frage. Der erste bekommt jetzt 600, der zweite bekommt 300 und der dritte und vierte bekommen jeweils 50 und hier macht Oberon das nächste Tor. Oh,
for against. Picks against Leon. Hey Leon, vielen, vielen Dank, Leon. Vielen, vielen Dank für den Host und willkommen, willkommen. Ich habe gehört, Elfmeterschießen, bisschen unlucky. Bisschen unlucky, aber vielen, vielen Dank. Sehr, sehr korrekt, Mann, danke dir. Levi ist back. Was ein Spiel, Digga. Pixel 4-4, okay. Last Chance, okay. Penalty Shootout. Levi against Brun. NF. Vinicius. Levi hält. Kylian Mbappé. Der Chipper ist doch da. Was ein Elfmeter. Okay, Jessen. Eda. Match bei Levi. Nkunku, Chop. Fofana. Davis. Marquinhos choke, match by Levi again. Giallo choke. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Cancelo. Marquinhos.
Marquinhos. Oh mein Gott, was war das denn? Hakimi. Hakimi. Oh mein Gott, was ist das? Delane. Delane. Oh, 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 oh.